Auf Sie auch. Sie waren 30 Jahre lang befreundet. Stimmt es, dass nur Sie beide zum Zeitpunkt seines Todes bei ihm waren? Was soll das heißen? Naja, es muss Ihnen doch klar sein, dass Sie beide unter Verdacht stehen. Was diese Anschläge angeht. Was? Agent Harper. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren Sie nicht auf Ihrem Posten. So dass der Präsident ungeschützt war. Finden Sie nicht, dass solch ein Verhalten verdächtig ist? Verdammter Bastard! Sie haben das doch alles geplant! Und welche Beweise haben Sie für diese absurden Anschuldigungen? Ich bin der nationale Sicherheitsberater. Das heißt... Ich verhindere terroristische Angriffe. Ich plane sie nicht. Sie Lügner! Wenn Sie beide so von Ihrer Unschuld überzeugt sind, können Sie sich ja umgehend stellen. Dafür wird er bezahlen. Das wird ja immer besser und besser. Willkommen zurück zum Let's Play Together Resident Evil 6. Immer noch mit der lieben, freundlichen Caroline. Hallo. Hi. Unser gute Laune-Bonbon ist auch wieder dabei. So. Gute Laune-Bonbon. Und ja, das letzte Mal haben wir ja eine Sequenz gehabt. Wir sind jetzt auch mit einer Sequenz eingestiegen. Und dann gibt's zumindest bei mir einen kurzen Schnitt, weil wir auf diese Sequenz jetzt nicht vorbereitet waren und die jetzt spontan aufgenommen haben. Deswegen, ja, starten wir die Folge erst jetzt, quasi. Dann machen wir mal. Was waren hier unten nochmal? Sind wir da hergekommen? Scheiße, was wir sind. Also ich wir können auch gar nicht lang. Ich bin von da oben irgendwo gekommen, glaube ich. Wo bin ich nochmal? Achso, ich war ja mit Ada in dem Aufzug, ne? Da war ja was. Okay. Du konntest vor allem in der letzten Folge nicht viel machen, weil du die ganze Zeit die Olle da tragen musstest. Oh, ich glaube, das hat jeder mitbekommen, wie benervt ich war. Helena. Ja, ich bin ja da. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Aber Helena geht's verdammt gut dafür, dass sie gerade ihre Schwester getötet hat. Ja, sie ist sehr konzentriert bei der Arbeit, ne? Hammer. Professionell bis zum geht nicht mehr. Wir sitzen jetzt im selben Boot. Das Katakomben, ehrlich? Gefällt oder nicht? Das ist okay, wenn Sie mir helfen, Simmons zu schnappen. Gehört das alles Simmons? Mit diesem Labor direkt über unseren Köpfen würde ich glatt behaupten, dass es so ist. Okay. Diese Ada. Und wir ihr trauen? Das ist wirklich keine einfache Frage. Eine Vorgeschichte, was? Ich hab voll Angst, dass mir zu weit geht, dass die Geschichte nicht weitergeht. Das ist voll widerlich, mal so ganz nebenbei. Ach. Aber die sehen aufgemalt aus. Das ist voll komisch. Vor allem, warum sitzen die auf ihren Särgen? Die haben null 3D-Effekt. Null. Nein! Was hast du getan? Ich kann die Munition nicht aufnehmen. Oh, das ist aber blöd. Weil mein Inventar ist ja immer noch voll. Mit zweimal rotem Kraut, wovon ich eins wahrscheinlich wegwerfen muss. Ich öffne mal kurz den Sarg hier, was du weißt. Da sind mega Fähigkeitspunkte drin, die würde ich mir holen, wenn ich du wäre. Wenn ich die denn kriege. Fähigkeitspunkte gibt's ja nicht im Inventar. Ja, aber Fähigkeitspunkte. Was eine starke Frau ja sie ist. Also dieses Skelett ist aber auch verdammt groß hier, ne? So eine starke Wunde. Oh mein Gott. Was war das? Fuck you! Scheiß Schlange. Oh, eine Schlange. Warum gibt's die auch hier? Warum? Warum hab ich sie entdeckt? Hat man wenigstens ein Ei von ihr bekommen? Nein. Sie ist hier im Boden versunken. Nee, da ist sie. Was? Die ist im Boden versunken. Also ich habe sie jetzt gerade gesehen. Die ist jetzt wieder im Boden versunken. Was? Okay, Aber ich habe die doch gerade erschossen. Hast du deine eigene Schlange? Möglich. Das wäre ja blöd. Ich habe die doch gerade erschossen.
Guck mal, die Schlange ist jetzt Freund mit Simon. Was redest du? Ein Wort, ein Name mit S, damit die Schlange es aussprechen kann. Hier, Simon. Die Leiche, Simon. Gehen wir einfach. Oh Mann, okay. Mich machen die übrigens diese komischen Geräusche, die von überall kommen, nicht glücklich. Wehe, da ist wieder eine Schlange drin, gibt's Ärger. Da ist eine Waffe drin. Hallo! Er ist auch eine Schlange. Das Gewehr ist Klapperschlange. Und der sieht mega gut aus. Nur leider gibt's da vorne noch... vorne noch so ein kleines Messerchen, das ist ja niedlich. Nennt man auch Bajonett, üblicherweise. Messerchen. Messerchen. Okay. Du nennst es ein Messerchen, ich nenne es einfach Bajonett. Okay. Weil Bajonett hört sich gefährlicher an. Hey, hast du mir nicht du hast das ausgelöst. Wiedersehen. Fuck. Oh, ist ja wie ein Tomb Raider hier. Ich beschütze dich von der Ferne, okay? Oh, das ist reizend. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier vorbeikommen soll. Ich kann mich ja nicht ducken, oder? L halten, X drücken, sprinten, rutschen. What the fuck, das schaff ich niemals. So, L. Wow! Ich hab nicht L2, sondern R2 gedrückt. Ja, ich auch. Nur ich bin nicht reingerannt. Wer ist für die Einrichtung zuständig? Okay, das sieht auch sehr lustig aus. Ich bin auf dem Boden. Das sieht sehr genial aus, glaube ich, von außen. Ja, ich kriech mal ein bisschen langsamer hier drunter durch. Hier sind Gegner. Warum bin ich denn jetzt schon wieder vorne? Wollt ihr nicht darüber reden? Ab wann darf ich das hilflose Mädchen spielen? Ich glaube, so weit wird es in diesem Spiel nicht kommen. Oh Scheiße. Nein, 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 nein. Dämliches Vieh. Hau ab. Ich liebe dieses Special Moves. So, okay. Das war witzig. Oh nein. Munition für die neue coole Waffe und ich kann sie nicht aufheben. Okay, was schmeiße ich weg? Die Brandgranaten? Nein. Hier, die fernzündbaren Sprengsätze schmeiße ich weg. Die benutze ich eh nie. Was ist, wenn wir die brauchen? Dann hast du wahrscheinlich auch immer noch genug. Denn das? Soll ich einfach mal arglos reinlaufen? Mein Zuhause. Komm in der Helle. Das ist mein Thron. Oh, du kannst mich werfen. Los, finden wir einen anderen Weg. Auf Wiedersehen. Man hat sich. Ich war gerne bei dir. Jetzt ist das, es vorbei. Das wieder. Ist schön. Das höre ich nie oft. Ich muss kriechen. Guck dir mal ihren Hintern an, ey. Ja, das seht ihr jetzt leider nur in ihrer Aufnahme, nicht in meiner. Hi. Oh, Freund? Und ich darf mich natürlich verteidigen hier. Oh, hier kommen Freund mit, oder mit, Feind? Granaten. Keine Ahnung. Wer weiß das schon so genau? Freund oder Feind? Keine Ahnung. Wer weiß das genau. Hallo. Und du bist? Okay. Hi. Tritt. Und du bist? Hallo. Ach du Scheiße. Hallo. Diese neuen Viecher sind auch verdammt zäh, muss ich sagen, ja. Ich habe eine Kurbel gefunden. Hier halten Kurbel einfach mal eine Runde. Also hier ist das Feuer aus. Genau, was ich tue, aber hier ist ein Kurbel. Das Feuer aus. Das Feuer aus wieder an. Ich kurbel wie blöd. Ich glaube, du musst rennen. Ja. Augenblick. Ich glaube, du musst wirklich durchrennen irgendwie.
gegen jemanden kämpfen. Ja, das war klar. Renn, Leon, renn! Hä? Ich sollte mich hier... Von hier aus ist das mit ich hab, ohne Mist, ich habe jetzt schon wieder so viel Lebensenergie verloren. Von hier aus ist das super süß. Oh mein Gott, du bist fast tot. Ja, das war Absicht. Warum? Ey, ich habe so viel Lebensenergie verloren. Nee. Okay, was? Leute, wir dürfen nochmal Helenas Po uns anglupschen. Also ich muss drunter durchkriechen. Hier durch diese großen Flammen dann durchsprinten und dann kriechen. Dann weiß ich es jetzt. Ach so, das ist der, das ist die Flamme hier. Okay, alles klar, verstehe. Aha. Los, was geht's? Finden wir einen anderen Weg. So. Warum nimmt der immer das Scharfschützengewehr? Ich will die Pistolen. Hi Jefferson, ich bin wieder da. Wie geht's denn so? Kann ich ihm auch die gut. Granate so... Hi... Peter, was geht denn so bei dir? Ah... Ich hoffe, dir geht's gut. Sehr schön. Alles klar. Klar, das funktioniert. Schönen guten Tag, ich bin auf der anderen Seite. Oh, hatte ich. Stimmt, ich hab vergessen, dass du da bist. So, wie war das mit dem Lieder? Und so? So war das, okay. Oh, ich hab voll falsch das Ganze gemacht. Also warst du schuld daran, dass ich Lebensenergie verloren habe? Du kannst aufstehen. Komm mal hierher. Warte, warte, warte. Ja. Das tut mir so leid. Kurbel mal. Du hast wahrscheinlich... Oh, jetzt funktioniert's nicht. Das... Guck da, das macht das Feuer an. Toll. Herzlichen Dank. Hier stand einer rum und ich dachte mir, oh mein Gott, weil das so am ersten Moment so aussieht, als würde er aufstehen hier. Und dann habe ich gedacht, okay, kurbelt, alles klar. Und dann habe ich gekurbelt, weil ich gedacht habe, das macht es ja auch. Dabei hat es die ganze Zeit angehört. Das erschüttert jetzt natürlich unsere Vertrauensbasis. Klar, ne? Sie hat mich absichtlich und so. Da steht was auf der Tür. Beweise für die Verwandtschaft. Verwandtschaft? Das stimmt. Ich habe keine Beweise dabei. Sie etwa? Nein, ich hab nichts. Ob da etwas herumliegt? Moment mal. Dieser Ring von Ada. Ein Ring? Habt ihr einen Ring? Oh mein Gott. Oh, Ring des Simmons-Clans. Sag mal, lachst du immer noch darüber? Ja. Oh Mann. Ich setz schon mal den Ring ein, ne? Kein Problem, spiel weiter. Ich komm schon nach. Überleben wir den Angriff der Zombies? Oh, ich heul schon vor Lachen. Oh, ich kann kurbeln. Das hab ich voll drauf. Geh nicht zu nah dran. Jetzt macht das auch Sinn, dass man danach noch die Flammen aktivieren kann. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott! Ich dachte die ganze Zeit, was ist denn los? Oh mein Gott! Oh, das ist so witzig. Oh, fuck! Die explodieren ja! Ich weiß nicht, wie ich aus dem Menü rauskomme. Sterbe nicht! Oh, ich geil. Glaube, indem du X drückst, kommst du raus. Ja, komm, hallo. Soll ich dir helfen? Ja, na klar. Oh Gott, ey, ich piss mich weg. Heilige Scheiße. Okay, so. Hallo. Brauchst du erste Hilfe? Du hast einen Kotzer. Die kotzen mich schon wieder an, ja. Okay, bleib mir dann hier.
egal, wenn es so weitergeht, habe ich nachher Bauchschmerzen. Ich glaube, die wirst du definitiv haben. Nein, wie benutzt man ein Erste-Hilfe-Spray? Benutzen. Auswählen, benutzen. Oh Gott, ich piss mich weg, ey. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Soll ich benutzen, das Erste-Hilfe-Spray? Warte. Ja, ich brauche Platz in meinem Inventar. Oh Mann. Okay. Oh Gott, geil, ey. Ihr seid jetzt einfach mal still. Wollen wir das Feuer wieder anmachen? Wir können jetzt da durch, oder? Ich wollte gerade sagen, mach das Feuer wieder an. Quatsch, die bringen alle Punkte. Oh, okay, ich bin dabei. Wo ist denn mein anderes? Mein Scharfschützen hier, hallo. Sterb. Na los, Leon, spack nicht hier rum. Löst euch auf, ihr bösen Kreaturen. Oh Gott, ey. Zu geil. Zu witzig. Zu geil. Okay. Okay. Was so witzig. Ich find's ja schön, dass du dich so darüber lustig machst, dass du mich getötet hast. Oh ja, wir können hier durch. Wir können weiter, falls du willst. Ich vertraue dir jetzt irgendwie nicht mehr. Kommt ja jetzt nicht mehr. Nix. Ich glaube, das geht endlos weiter. Also gehen wir durch. Na gut. Helena. Ich bin schon da. Besser sieht das nicht aus. Scheint, holen wir uns nasse Füße. Wenn Krokodile kommen, bin ich raus. Nee, mit Haien komme ich klar, das war's. Dafür ist da was anderes. Mit Haien komme ich klar, das ist in Ordnung. Ja, weißt du nicht, ob es nur eins ist? Krokodile werden nicht okay. Haie sind okay. Weil der bewegt sich hier einfach drin herum. Er hat Spaß. Er ist ein freier Fisch. In den Katakomben. Aber frei. Er ist ein glücklicher Fisch. Ein glücklicher Fisch. Oh Mann. Du spielst mit mir. Es war klar, dass ich irgendwann anfange zu singen. Warum öffne ich immer die Särge? Weil du drauf stehst, offensichtlich. Oh, ein Emblem. Das würde ich nicht behaupten. Pupp. Natürlich würdest du es nicht behaupten. Dann würdest du dich ja outen. Oh, ich würde mich outen, wenn ich auf irgendwas Komisches stehen würde, glaub ich. So offen bin ich mit der Welt mittlerweile schon. Du hast einen Pott übersehen. Edgy, komm, edgy. Ja, ich muss erstmal die Gegend sichern hier. Hä? Wo läufst du hin? Warum läufst du außen rum? Ich weiß es auch nicht. Okay, hallo. Was habe ich verpasst? Oh, ich habe weiß an. Nope, sorry Leute. Hier oben ist ein Pott gewesen. Ich weiß nicht, ob du hier noch irgendwas liegen siehst. Ja, tue ich. Entschuldigung. Soll ich mal? Es macht sich einfacher, wenn ich dich hochwerfe. Ich habe nicht mal die Option, dich hochzuwerfen. Sie geht dann einfach in Position. Okay, alles klar, werf mich. Oh mein Gott, ihr nasser Hintern. Guckt euch das mal an. Krass. Okay, nasse Hintern. Geht auf Karolins Kalar. Gott, hier sind so viele Leichen. Oh mein Gott, hi! Warum lebst du nur noch?